Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Brettspieltestern. Mit dabei, wie immer, Michaela und Christian. Wir haben das Spiel Liftoff hier aufgebaut und ausgiebig getestet und starten erstmal, wie immer, mit den Rahmendaten. Genau, Liftoff erschien bei Hansen Glück. Der Autor heißt Jeroen van der Steen, ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahre. Spieldauer wird angegeben mit 30 Minuten pro Spieler. Das kommt auch sehr gut hin. Also wir haben so zwischen 50 und 60 Minuten gespielt. Und es kostet um die 44,99 Euro, wobei ich es auch schon für 35,99 Euro gesehen habe. Und ich frage mich gerade, weißt du aus dem Kopf, wer da der Illustrator ist? Nein. So, ich habe gerade mal nachgesehen, die Illustration ist von Nach Ramos, sagt mir gar nichts. Ich hoffe auch, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, genauso wie vom Spieleautor Jeroen van der Steen. Das ist nämlich ein Holländer und ich meine, das ist auch sein Erstlingswerk. Dann kommen wir erstmal dazu, worum es überhaupt geht bei diesem Spiel. Das ist relativ einfach. Und zwar, wir haben eine Raumfahrtagentur und versuchen am Ende des Spiels die ruhmreichste zu sein. Und das machen wir über Siegpunkte. So, dann fangen wir als erstes mit dem Spielaufbau mal an. Wir haben hier schon mal das Spielbrett hingelegt, noch ein bisschen nackig. Unsere beiden Raketen treiben dann noch ein bisschen sinnlos im All rum. Die werden wir jetzt erst auf der Punkteleiste verteilen. Und zwar je nachdem, wer Startspieler ist. Ich bin mal Startspieler. Ich glaube, ich habe nämlich das letzte Spiel, glaube ich, verloren. Ja. Der Startspieler startet auf Punkt 2, der nächste Spieler 2 Punkte mehr, das heißt 4. Und wenn wir jetzt noch zu dritt oder zu viert spielen würden, würde der nächste 6 bekommen und der nächste dann 8. Also jeder Spieler bekommt praktisch 2 Punkte mehr als der vorangegangene Spieler. Nicht, dass das irgendwie wichtig wäre. Nö, wäre nicht wichtig. Das ist so ein Lauf von, da kommen wir ja nachher noch zu, aber so 2 Punkte ist nicht besonders viel bei dem Spiel. Genau, man kann hier sehr viele Punkte sammeln. So, dann haben wir hier unseren, ich sag mal allgemein Vorrat, da haben wir unsere Technologiekarten, da haben wir insgesamt 4 verschiedene Techniken, die wir bekommen können. Wir haben hier unsere Siegpunkt-Ende-Karten oder unsere Spielende-Karten. Die können wir erstmal mischen. Davon bekommt jeder zu Spielbeginn 3 Karten. Dann bekommt jeder zu Spielbeginn insgesamt 10 Geld, so heißt es so schön, wie es drin steht. Es sind aber eigentlich dann 1 Million, weil das ist immer in Hunderttausendern. Aber es steht auch in der Anleitung nur drin 10 Geld. Jeder bekommt 10 Geld. Das verteile ich jetzt hier mal eben ganz kurz. 2, 4, 5. Dankeschön. Dankeschön. So, dann haben wir hier jeder unser eigenes kleines Spielertableau. Und zwar setzen wir da jeder eine Rakete auf 5. Das ist die Kostenleiste. So viel kostet nachher der Start einer Rakete, der normale Start. Wir können nachher den Start auch noch verbilligen durch sogenannte Spezialistenkarten. Da kommen wir noch zu. Eine Rakete kommt hier auf das schwarze Feld mit der 1 daneben. Das ist unsere Traglast, also was wir momentan an Traglast nach oben befördern können, wenn wir starten. Und eine Rakete kommt auf Feld 5 dieser grünen Leiste. Das ist momentan unser Einkommen. Das heißt, zu Beginn jeder Runde bekommen wir 5. Jetzt in der ersten Runde nicht, weil da haben wir ja schon mal 10 Geld bekommen. Dann hat jeder hier seine eigene Rakete. Da ist auch einmal drauf, genau, die besteht aus 2 Teilen. Hier unten ist, ich mache mal auch schon drauf, wo wir auf der Kostenleiste unsere Rakete positionieren sollen. Auf der roten Leiste hier, da ist nämlich eine 5 drauf. Das heißt, wir müssen momentan 5 für den Start bezahlen. Und hier oben ist auch noch angegeben, wo wir es auf der Gewichtsleiste positionieren. Unsere Rakete hier, das ist damit gemeint. Und wenn da keine Zahl draufsteht, dann ist das erste Feld damit gemeint. Man kann nachher auch, wenn man das Spiel häufiger gespielt hat, die Rakete umdrehen. Und dann sieht das ein bisschen schicker aus und sind da halt keine Hilfszeichen drauf. Wir spielen jetzt aber noch mit der Seite. Dann hat jeder noch Ausbauten. Die liegen momentan noch im allgemeinen Vorrat. Das heißt, die haben wir noch nicht zur Verfügung. Wir können nämlich nachher Lagerraum anbauen. Und das ist dieses hier. Lagerraum anbauen. Hier sieht man wieder, rot geht einem nach oben und schwarz geht einem nach oben. Sprich, wir würden hier einem nach oben gehen und hier. Das heißt, unsere Rakete wird größer. Der Laderaum würde nämlich nachher hier eingebaut werden. Das heißt, wir könnten mehr transportieren ins All, aber ein Start wird bei einer größeren Rakete natürlich auch teurer. Deswegen verteuert sich dann der Start einer Rakete. Machen wir erstmal wieder richtig. Mein Laderaum wieder weg. Und was wir noch bekommen können, ist zusätzlicher Antrieb. Das ist, sage ich jetzt mal ein bisschen besser in die Kamera, das ist dieser hier. Da sieht man schon, da ist ein Pfeil nach unten drauf, wieder auf der roten Leiste. Das heißt, dadurch wird der Start vergünstigt, wenn wir unsere Rakete mit einem besseren Antrieb ausstatten oder mit mehr Antrieb. Davon hat jeder 4, also 4 Antrieb und 4 Laderäume. Diese können wir in unserer Rakete dann zusätzlich oder unsere Rakete können wir damit zusätzlich ausstatten. So, dann haben wir hier Missionskarten. Und da müssen wir zu Spielbeginn spielerabhängig, wie viel wir... Oh, ich habe es schon zu billig gemacht, ne? Wolltest du wieder hochschieben? Hättest du es schnell lassen können. Unsere Missionskarten, davon kommen zunächst zu Spielbeginn nur Missionskarten 1 und 2 ins Spiel. Die werden auf die entsprechenden Felder auf dem Spielplan abgelegt. Da haben wir zu Spielbeginn auch schon die rausgesucht. Wenn man nämlich jetzt so zu zweit oder zu dritt spielt, muss man bestimmte Karten rausnehmen. Da kommen nicht alle ins Spiel.
Die Missionskarten 3 und 4, die kommen nachher erst in Phase 2 ins Spiel. Wir spielen nämlich insgesamt 2 Phasen und in jeder Phase werden 4 Runden gespielt. So, dann bekommt jeder noch ein sogenanntes Labor, und zwar Level 1. Auf diesem Labor steht, haben wir erstmal jeder einen eigenen Start. Das heißt, in jeder Runde können wir einmal starten mindestens. Und hier unten steht nochmal drauf, wie viele Siegpunkte wir für einen Start bekommen. Also immer, wenn wir eine Rakete starten lassen, bekommen wir diese Punkte in Phase 1, sprich in den ersten 4 Runden. Wenn wir in Phase 2 sind, in den zweiten 4 Runden, bekommen wir dann die anderen Siegpunkte, die jeweils unter Phase 2 stehen. Unser Labor können wir nachher auch aufleveln. Umdrehen haben wir Level 2. Und dann gibt es hier nachher noch Level 3. Und wenn wir es umdrehen würden, Level 4. Je weiter wir hochkommen, umso mehr Siegpunkte gibt es dann sowohl in Phase 1, sprich in den ersten 4 Runden, aber auch in den zweiten 4 Runden. So, dann haben wir hier noch unsere Spezialistenkarten. Auch die werden zu Spielbeginn, da werden Karten aussortiert, je nachdem, mit wie vielen Spielern man spielt. Die werden auch gemischt, das machen wir gleich mal. Ich habe ja schon mal ein paar Spezialistenkarten hier rausgesucht, um euch mal beispielhaft zu zeigen, was es so für Spezialistenkarten gibt. Es gibt nämlich zum einen welche mit einer blauen Schärpe, die haben hier oben so ein Blitzsymbol drauf. Da bekommt man dann entweder sofort, wenn man die ausspielt, 5 Siegpunkte oder 3 Geld. Und das bekommt man auch unabhängig davon, ob man nachher diesen Vorteil oder ich sag mal das, was in dem unteren Kasten drin ist, ob man das auch nutzt. Das bekommt man trotzdem. Und dann gibt es noch Spezialistenkarten mit einer gelben Schärpe. Und die kommen erst in der Missionsphase zum Tragen. Die haben nämlich in jeder Runde erstmal eine sogenannte Spezialistenphase. Da spielen wir unsere Spezialistenkarten. Und dann kommt die eigentliche Missionsphase, wo wir uns dann Missionskarten nehmen und dann eventuell auch Missionen ins All schicken. Und da würden dann erst diese mit der gelben Schärpe zum Tragen kommen. Dann ist auf diesen Spezialistenkarten unten immer entweder noch so ein ganz großer Kasten drauf oder so ein zweigeteilter Kasten. Und immer wenn man so eine Spezialistenkarte spielt, entscheidet man sich, nutze ich diesen Kasten oder nutze ich beim zweigeteilten Kasten eine oder vielleicht sogar beide. Das heißt, ich darf mich hier entscheiden beim zweigeteilten Kasten. Hier sieht man hier so einen Strich dazwischen. Davon dürfte ich auch nur eine Sache nutzen, wenn ich die zweite nicht nutzen wollen würde. Verzichte ich vollständig, das heißt bei so einem vollständigen Kasten auf die ganze Aktion oder bei diesem zweigeteilten Kasten auf beide Aktionen, die ich ausführen könnte, dann bekomme ich 2 Geld dafür als Belohnung oder als Vergütung, sage ich mal, dafür, dass ich es nicht genutzt habe. Die werden auch genutzt. Wie gesagt, da haben wir jetzt auch schon Karten aussortieren müssen, weil wir nur zu zweit spielen, in Anführungsstrichen. Spielendekarten hast du ja schon verteilt, unsere Labore haben wir schon. Dann müssen wir hier noch, weil wir nur zu zweit spielen, müssen wir hier noch von einer Spielerfarbe, die nicht am Spiel beteiligt ist, müssen wir hier noch, wir bauen nämlich an einer gemeinsamen Raumstation, müssen wir hier schon Felder belegen. Und zwar müssen wir die beiden Sechser belegen im Spiel zu zweit und die 8 muss jeweils belegt werden. Man könnte jetzt auch noch als kleines Gimmick in der Verpackung auch noch von der Raumstation auch noch Teile drin. Das heißt, man könnte, wenn man hier wirklich investiert und hier was bauen möchte, könnte man die Raumstation auch praktisch entstehen lassen, körperlich durch einzelne Teile. Dann haben wir hier noch so einen Überleger, der kommt aber erst in Phase 2 zum Tragen. Wir haben nämlich hier auf unserem Spielbrett noch über den Missionen so Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, damit wir diese Mission überhaupt ins All schicken können. Und ab Phase 2 wird der hier hingelegt und ab dann können auch erst Missionen 3 und 4 überhaupt genommen werden und dann auch erst ins All geschickt werden. Noch sieht man ja, diese beiden Plätze sind ja noch frei. In Phase 1 können wir davon also gar keine Karten nehmen. Und für die Missionskarten Stapel 2 ändern sich dann auch die Voraussetzungen entsprechend ab der zweiten Phase. Was dann ein bisschen schade war, als ich das ausgepackt habe, das Spiel, war gleich ein Aufkleber mit dabei, denn es ist so ein kleines Missgeschick entstanden beim Druck des Spieltableaus, denn hier oben, da ist 3 Karten drin, man darf nachher eine behalten von den jeweiligen Missionskarten, da war 5:1 drin, also da ist wohl irgendwie ein kleiner Fehler passiert beim Drucken. Dann erklären wir euch alles weitere einfach mal anhand eines Let's Plays. Wir spielen einfach mal die erste Phase einmal durch, sprich die ersten 4 Runden. Zu Beginn bekommt jetzt jeder erstmal 3 Spezialistenkarten auf die Hand, von denen man sich eine aussucht und die anderen beiden Spezialistenkarten gibt man weiter. Und in welche Richtung die weitergegeben werden, entscheidet jeweils der Startspieler. Bei 2 Spielen ist es natürlich total egal, aber bei mehreren Spielern kann der Startspieler entscheiden, und zwar jedes Mal, in welche Richtung gedraftet wird. Leg mal hin, ich weiß noch nicht ganz genau, okay, welche ich dir gebe. Ich behalte mal die und gebe die beiden an Christian weiter. Und jetzt als zweites kann man auch aus allen 3, das heißt auch die Karte, die man es gerade eben behalten hat, schon, gibt man wieder eine an den anderen weiter. Und auch hier sagt der Startspieler wieder, in welche Richtung gedraftet wird.
So, ich gebe dir die hier. Yep. So, und jetzt geht es mit dem Startspieler los. Der Startspieler spielt jetzt eine Spezialistenkarte aus, wickelt den Effekt auf, der da drauf ist, oder macht die Aktionen, die möglich sind, oder verzichtet halt auf diesen unteren Kasten, bekommt dafür 2 Geld. Dann ist der andere Spieler dran, macht das. Dann ist wieder der Startspieler dran. Und sobald wir 2 Spezialistenkarten gespielt haben, endet die Spezialistenphase in der ersten Runde. Und dann kommen wir zur Missionsphase, wo wir dann Missionskarten nehmen und diese auch ins All fördern können. Und ich spiele jetzt einfach mal den Verwalter aus. Der Verwalter hat hier oben so eine gelbe Schärpe und die kommt dann nachher als Missionsteil zum Tragen. Das heißt, ich kann jetzt hier einmal entweder Level upgraden oder eine Karte kaufen. Ich kann entweder beides machen oder nur eins davon. Ich mache jetzt einfach mal, ich grade mal mein Level up und zwar von 1 auf 2 und das kostet mich 5 Geld. Das war schon meine erste Aktion oder mein erster Spezialist und jetzt ist Christian dran. Genau, ich nehme den Kommunistenroboter, der hat oben eine blaue Schärpe, das heißt Soforteffekt. Hier ist es so, da kriege ich sofort 5 Siegpunkte. Zack. Und dann ist es halt eben hier ein nicht geteilter Kasten darunter. Das heißt, wenn ich das mache, bekommen alle Spieler davon etwas gut. Das mache ich auch. Das heißt, ich als aktiver Spieler bekomme 6 Geld und alle anderen Spieler, sprich an der Stelle nur Michaela, bekommen 2 Geldeinheiten. Oh, yippie, danke. So, dann kommt mein zweiter Spezialist. Das eröffnet ja ganz andere Möglichkeiten. Ja, ich spiele als zweites hier Astronautenpraktikant. Da ist auch wieder so eine gelbe Schärpe drauf mit einem +1 Gewichtssymbol. Das kommt also nachher erst in der Missionsphase zum Tragen. Das heißt, ich kann ein Gewicht einmalig für einen Start mehr nach oben transportieren. Auf den großen Kasten verzichte ich und nehme dafür 2 Geld. So, dann spiele ich auch den Verwalter, den hat Michaela ja auch eben gerade. Das heißt, gelbe Schärpe, er interessiert erst in der Missionsphase. Ich mache auch ein Upgrade, das kostet mich wie bei Michaela einmal 5 Geld. Das heißt, mein Labor geht auf Level 2 hoch. Ich mache aber noch zusätzlich die zweite Aktion, das heißt, für 4 Geld hole ich mir eine Technikkarte und ich nehme mir hier so eine rote Technikkarte. So, jetzt haben wir jeder 2 Spezialisten gespielt. Das heißt, die Spezialistenphase ist in der ersten Runde zu Ende. Jetzt kommt die Missionsphase. Jetzt dürfen wir uns Karten nehmen. Und zwar nehme ich mir vom Missionskartenstapel 1 bitte. Normalerweise, wie hier oben drauf steht auf dem Spielplan, darf man sich 3 Karten nehmen und eine behalten. Ich habe jetzt hier die Schärpe drauf, die besagt, ich darf eine Karte mir nehmen und eine Karte mir behalten. Das heißt, ich nehme mir 4. Ist bei mir genau das Gleiche, weil wir beide ja den Verwalter gespielt haben. Genau. So, und von diesen Karten darf ich jetzt 2 behalten, nicht nur eine. Und jetzt muss ich aber hier auch schon drauf aufpassen, man darf ja nie 2 gleiche Karten haben, weder auf der Erde noch nachher im All. Das heißt, bei mir stellt sich jetzt aber das Problem gar nicht, weil ich hier auch eine unterschiedliche habe. Und ich werde mir dafür einfach mal die hier nehmen. Und ich werde mir dafür einfach mal die hier nehmen. So, dann zeige ich mal ganz kurz, ich habe mir diese beiden Missionen hier genommen. Hier unten ist immer drauf, wie viele Siegpunkte ich bekomme, wenn ich sie ins All schicke. Man bekommt dann die Siegpunkte, die hier drauf sind, plus die Siegpunkte, die es in der jeweiligen Phase in dem Level gibt. Das heißt, Phase 1 bekomme ich momentan 6 Siegpunkte für jeden Start. In Phase 2, sprich nachher, wenn wir die ersten 4 Runden durch haben, bekommt man in Anführungsstrichen nur noch 3 Siegpunkte. Je besser das Labor ist, umso mehr Punkte bekommt man in einzelnen Phasen. Das bekommt man, wie gesagt, zusätzlich zu dem, was auf der jeweiligen Mission drauf ist. Dann gibt es noch Vorteile. Hier bekomme ich zum Beispiel eine rote Technikkarte und hier würde ich einen Antrieb bekommen. Den Antrieb würde ich an meine Rakete anlegen und der würde dann meinen Start für die nächste Runde allerdings erst verbilligen. So, jetzt würde man erstmal prüfen, wenn man starten möchte, ob man die Startvoraussetzungen überhaupt erfüllt hat. Für den Start muss man A, das Geld haben. Das heißt, ich müsste jetzt 5 Geld haben, die hätte ich. Oder man hat vielleicht einen verbilligten Start, die gibt es nämlich auch noch, die Karten. Dann müsste man entsprechend weniger bezahlen. Dann würde man prüfen, hat man den Level auf seinem Labor. Das hätte ich jetzt ja für Level 1, also für Missions 1 Karten, bräuchte ich Level 1 auf meiner Laborkarte. Ich habe ja sogar schon Level 2. Dann müsste ich auch die Traglast haben. Das heißt, ich hätte hier jetzt 2 momentan, die ich vielleicht hochschicken wollen würde. Hätte ich ja nur eine Traglast. Hätte hier aber eine zusätzliche. Das heißt, ich hätte sogar mit der Traglast und der, die ich schon hätte, wären ja auch zusammen 2, beide zusammen hochschicken können. Aber ich muss auch noch die Voraussetzung über der jeweiligen Mission erfüllen, sprich ich muss hier Technikkarten ausliegen haben. Da habe ich momentan keine. Ich bräuchte für Missions 1 Karten entweder eine rote, eine gelbe oder eine blaue Technikkarte. Habe ich nicht, von daher kann ich jetzt keine hochschicken. Ich könnte auch, wenn ich jetzt mehrere Starts hätte, also man hat immer pro Runde einen Start mindestens, der ist auf dem Labor angetrieben durch diese Rakete, die da drauf ist. Wenn man jetzt einen Spezialisten hätte mit einem zusätzlichen Start, habe ich gerade nicht zur Hand.
Kommen wir dann aber nochmal zu, könnte man bis zu 3 Starts machen. Hätte den Vorteil, man würde für jeden einzelnen Start diese Punkte bekommen, die man in der jeweiligen Phase für einen Start bekommt. Dadurch kann man natürlich unter Umständen dann auch schon mal ordentlich Siegpunkte machen. Gut, also für mich hat sich jetzt schon die Missionsphase erledigt, denn ich kann leider keinen Start machen. Genau, ich mache einen Start und zwar will ich diese Mission ins All schicken. Das heißt, wir schauen auch bei mir, erfülle ich alle Voraussetzungen. Es ist Level 1, ich habe ein Labor Level 2, funktioniert also. Gewicht 1 habe ich auf meiner Leiste, kann ich also auch entsprechend machen. Kosten, ich bin hier auf der 5, das heißt, ich muss 5 Geld bezahlen für diesen Start. Und die Voraussetzung, Technik, ich brauche eine Karte, ich habe just eine, also von daher kann ich das erfüllen. Jetzt bekomme ich einmal die Siegpunkte, die hier abgebildet sind, das sind, ich sehe es von der Seite nicht, 2. Und ich kriege hier über mein Labor in der Phase 1 6 Punkte, das heißt, ich bekomme 8 Punkte. Und der Effekt hier auf dieser Karte ist, dass mein Einkommensmarker um einen nach rechts geht. Das heißt, wenn wir nachher Geld bekommen, kriege ich nicht 5 Geld, sondern ich bekomme 6 Geld an der Stelle. Genau, Christian hat das jetzt räumlich getrennt. Unten ist immer die Karten, die sind auf der Erde und oben, die sind im All. Das soll man auch so räumlich getrennt hinlegen, damit sichtbar ist für jeden, welche Karten sind auf der Erde und welche sind schon im All. So, damit ist dann die erste Runde vorbei. Die Spezialisten, die wir gespielt haben, kommen erstmal zur Seite. Die kommen erst in der zweiten Phase wieder. Jeder von uns kriegt jetzt 2 neue Spezialisten plus den einen, den wir aus der ersten Runde übernommen haben, haben wir also wieder 3. Und bevor wir jetzt gleich wieder ins Draften gehen, ist es so, dass wir einmal unser Einkommen bekommen und natürlich ganz wichtig Startspielerwechsel. Ich kriege einmal 6 Geld, Dankeschön. Ich bekomme 5 Geld, das Einkommen bekommt man entsprechend seines Spielertablos und meine Rakete steht noch auf der 5, das heißt, ich bekomme 5 Geld. So, jetzt hat man wieder von diesen 3 Spezialisten, es darf der Startspieler wieder aussuchen, welche Richtung gedraftet wird, ist natürlich im 2-Personen-Spiel jetzt total egal. Sucht man sich hiervon wieder eine Karte aus und gibt die anderen beiden weiter. Ich behalte jetzt die und gebe die beiden an dich weiter. Jetzt darf man sich wieder, wie vorher auch, immer aus allen 3 eine aussuchen, die man wieder weitergeben dürfte. Das heißt, man darf auch die, die man vorher schon hatte, jetzt auch wieder noch mit weitergeben. Gut, ich gebe dir nicht weiter. Jetzt ist Christian Startspiel, das heißt, Christian fängt an. Ich mache als erstes Aktion die Geschichte hier. Der verrückte Professor ist eine gelbe Schärpe, ist also nachher wieder für die Missionsphase relevant. Ich nutze das, was hier dargestellt ist, nicht und bekomme dafür dann 2 Geld. Ich mache hier die Triebwerksingenieurin, da darf ich kaufe bis zu 2 verschiedene, blau, gelb und rot, kostet mich 6 und ich kaufe auch gleich noch ein Antriebsupgrade, das heißt, ich muss insgesamt 8 bezahlen. Oh, jetzt wollte ich bezahlen, falsche Richtung. Genau, 8 in die Kasse, das darf ich mit 2 verschiedenen nehmen. Ich nehme mir einmal eine rote und eine gelbe Karte, hoppala, einmal dahin und noch ein Antriebs. Chip, den lege ich dahin, das heißt, die Kosten für meinen Start reduzieren sich. So, ich nehme noch den externen Berater, wieder gelbe Schärpe, also aktuell nicht relevant. Und ich nutze hier den unteren Bereich, das heißt, für 4 Geldeinheiten mache ich einen Ausbau. Ich packe in meine Rakete noch einen zusätzlichen Laderaum. Und das bedeutet, Start wird teurer, aber ich darf auch entsprechend mehr transportieren. So, ich muss noch mal ganz kurz gucken, welche von den beiden Karten ich nutze. Ich werde die hier nutzen und die bleibt für die nächste Runde. Und ich werde die Funktion hier unten auch nicht nutzen und nehme mir dafür auch 2 Geld. So, jetzt haben wir wieder die Spezialistenphase durch in der zweiten Runde. Jetzt kommt wieder der Missionsteil, das heißt, wir dürfen wieder Missionskarten nehmen. Genau. Dadurch, dass ich diese Schärpe hier habe, darf ich also wieder 4 nehmen und 2 behalten. Ich darf 3 nehmen und eine behalten. Das sind jetzt nur 2, das heißt, Nachziehstabe wieder gemischt. Und du kriegst noch eine mehr. Die zum Beispiel dürfte ich jetzt nicht behalten, weil ich die schon auf der Erde liegen habe. Das heißt, die kann ich gleich ablegen. Und ich behalte dann nochmal diese hier. Ich lege die jetzt einfach mal hier. Kann man nicht mehr sehen. Ne? Ich habe hier so wenig Platz bei mir. Ich schiebe hier nochmal ein Stückchen zur Seite. Lege ich hier hin und die andere lege ich auch ab. Okay, dann kommen wir wieder in die Startphase, in die Missionsphase Teil 2. Ich will 2 hochschicken. Und zwar ist beides Level 1, jeder hat ein Gewicht 1 und jetzt muss wieder geschaut werden, habe ich denn alle Voraussetzungen diesbezüglich. Also Level 1,
Mein Labor hat Level 2, ist entsprechend erfüllt. Gewicht 1 plus 1, ich brauche also eine Tragfähigkeit von 2. Die habe ich auch mittlerweile durch das Upgrade, das ich mir auf meiner Rakete geholt habe. Dann Voraussetzung Technik, ich brauche mindestens eine Karte, die habe ich hier auch ausliegen. Und dementsprechend kann ich das Ding jetzt hochschicken. Ich mache das mit meinem zusätzlichen Start. Bedeutet, ich muss nicht die vollen 6 Geldeinheiten bezahlen, sondern minus 2, ich muss 4 Geld bezahlen. Mhm. So, die kommen weg. Und die zwei zusammen bringen mir halt eben 3 plus 2, bringen mir schon mal 5 Punkte. Plus das, was auf meinem Labor steht, das sind 6. Das heißt, ich bekomme 11 Punkte an der Stelle. Und vom Effekt her ist es so, das Ding hier bedeutet, ich darf ein Upgrade machen. Und zwar wandle ich jetzt mein Zweierlabor in ein Level-3-Labor. Und wie man hier schon sieht, hier würde jetzt Christian für den nächsten Start in Phase 1 schon 9 Punkte bekommen. In Phase 4 bekommt man nachher schon dann 13 und 8 Punkte. Also je nachdem, welchen Level man hat, die Siegpunkte werden dann für jeden Start besser. Genau, das war die eine. Hier entsprechender Ausbau, das heißt, ich beschleunige mal meine Rakete und darf dann hier wieder von der 6 auf die 5. Das heißt, der nächste Start ist dann entsprechend günstiger für mich. Und das war das. Gut, dann bin ich ja dran. Ich kann jetzt auch endlich starten. Ich habe jetzt hier ganz viele Missionen Einserkarten. Und da muss ich entweder eine rote, eine gelbe und eine blaue Technikkarte haben. Ich habe hier sowohl eine gelbe und eine rote, hätte aber nur eine Karte gebraucht. Level 2 habe ich, das heißt, mein Labor hat auf jeden Fall Level 1. Kosten muss ich natürlich bezahlen und die Tragkraft ist 1, plus ich habe aber hier noch eine 1 drauf. Das heißt, ich könnte jetzt entweder mit einer Rakete 2 hochschicken oder ich könnte auch, ich habe hier nämlich noch einen zusätzlichen Start, das heißt, ich könnte einmal einen normalen Start machen und einen zusätzlichen verbilligten Start, das heißt, ich würde doppelt Siegpunkte abgreifen. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich schicke jetzt als erstes mal diese Karte hier nach oben. Und zwar mache ich das mit dem verbilligten Start. Wie gesagt, Voraussetzungen erfülle ich. Einer Labor habe ich mindestens, ein Gewicht habe ich, die Technikkarten habe ich. Und bezahlen muss ich jetzt mit dem verbilligten Start 4 minus 2, also nochmal 2 Geld. Das heißt, der geht nach oben. Ich bekomme einmal 3 Siegpunkte plus auf meinem Labor 6 und einmal 9 Siegpunkte. Ich bekomme jetzt als Belohnung sofort den zusätzlichen Antrieb. Den baue ich hier an meine Rakete an. Dadurch wird der Start billiger. So, als zweites kann ich dann nochmal einen regulären Start machen. Ich habe hier die Voraussetzungen erfülle ich ja weiterhin. Haben wir ja gerade eben schon alles geprüft für den ersten Start. Jetzt habe ich hier noch den Vorteil, ich habe hier noch plus 1 Nutzlast. Das heißt, ich komme auf 2. Das heißt, ich kann sogar beide hochschicken. Und ich muss für den Start den normalen Preis bezahlen, den ich ja gerade aber nochmal reduziert habe. Das heißt, ich muss dafür nochmal 3 bezahlen. Kann jetzt beide hochschicken. Bekomme dann 3 plus 3 Punkte plus nochmal die 6 auf meinem Level. Das heißt, ich bekomme dafür 12 Siegpunkte. Plus einmal als sofort gewinnen, sag ich jetzt einfach mal 4 Geld und eine rote Karte. Und was wir noch nicht gesagt haben, ist, man darf Missionen immer nur einmal haben. Also es gibt verschiedene, jede Mission quasi jetzt im Zwei-Personen-Spiel gibt es doppelt. Und man darf die grundsätzlich immer nur einmal haben. Also man darf keine doppelten Missionen der gleichen Art im Weltall haben, beziehungsweise man darf sie auch nicht nehmen. Genau, und was man auch nicht darf, man darf nicht mehr als 7 Missionskarten von einer, ich sag mal, Missionsstufe haben. Also wenn ich Missionsstufe 1 habe, darf ich auch nur maximal 7 Missionskarten haben. Aber ich glaube, es gibt da auch nur 7 verschiedene. Es gibt nur 7 verschiedene, richtig. Genau, also von daher kann man da auch nicht auf mehr verschiedene dann kommen. Genau, in den hinteren Bereichen, sage ich mal, 3er und 4er Missionen, da gibt es schon welche, da darf man dann auch mehr von einer Sorte haben. Das sind so Dinge, die sich quasi dann addieren. Das steht aber extra auf der Karte drauf. Auf der Karte genannt, richtig. Genau. Gut, so. Das war dann das. Spezialisten kommen wieder weg. Genau, Runde 2 ist zu Ende. Spezialisten kommen weg. Startspielerwechsel, Einkommen. Ich bekomme 6. Du bekommst 6 und ich bekomme 5. Die Spezialistenkarten werden wieder verteilt. Und jetzt geht erstmal wieder das Grafen. Jetzt sind wir schon in der dritten Runde in der ersten Phase. So, ich gebe die beiden an dich weiter. Ich gebe dir mal die. Dann bekomme ich ja von dir die. Oh toll, was soll ich denn mit der Karte? Die habe ich dir doch gerade eben schon gegeben. So, ich werde jetzt einfach mal die hier spielen, einfach mal, um euch zu zeigen, was passiert, wenn man investiert. Also ich habe hier wieder eine gelbe Schärpe, das heißt, die kommt ja erst in der Missionsphase zum Tragen. Und ich investiere jetzt mal in die gemeinsame Raumstation, das ist die hier.
Wenn wir investieren, dann setzen wir eine unserer Holzraketen immer auf den niedrigsten freien Wert. Das heißt, hier ist jetzt die 4 noch frei, da setze ich hin. Und da, wo ich drauf setze, die Zahl, das muss ich auch bezahlen. Das heißt, ich muss jetzt 4 bezahlen für meine Investition, bekomme jetzt Grundpunkte immer 5 plus einen zusätzlichen Punkt für die Missionen, die ich schon im All habe. Und da kommt es auch nicht darauf an, was für eine Mission es ist, sprich, ob es eine 1, eine 2, eine 3, eine 4er Mission ist, sondern für alle Missionen, die ich im All habe, bekomme ich einen zusätzlichen Punkt. Das heißt, ich bekomme jetzt hier einmal 8 Punkte, bitte. Und dann kann ich mich noch entscheiden, zusätzlich bekomme ich entweder noch eine grüne Karte, sprich eine grüne Technikkarte, die bringt am Spielende übrigens 3 Siegpunkte pro grüner Karte, die man hat. Und, oder, nicht und, sondern entweder eine grüne Technikkarte oder mein Einkommen erhöhen. Das mache ich jetzt mal. Ich erhöhe mein Einkommen. Jetzt könnte ich noch für 4 eine Technikkarte kaufen, das mache ich aber nicht. Das heißt, auf die zweite Aktionsmöglichkeit, die ich hier hätte, darauf verzichte ich jetzt. Ich mache die Geschichte, ich kriege sofort 3 Geld, verzichte auf den unteren Bereich, kriege also 5 Geld. Und du bist wieder dran. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich spiele die hier, den Astronautenentdecker, und ich bekomme auch einmal 3 Geld, verzichte auf das untere und bekomme somit auch 5 Geld. So, dann spiele ich hier noch den, ist wieder eine gelbe Scherbe, ist also nachher für die Mission wichtig. Ich mache beides unten, muss also 6 bezahlen und bekomme dafür dann eine Rakete oder ein Upgrade. Ein Upgrade. Und zwar ein Antriebsupgrade. Das geht dann einmal runter und zusätzlich noch dieses schöne Ding, das heißt, die beiden gehen. Oh. Also Christian hat sich jetzt einen Laderaum gekauft und einen Antrieb und entsprechend der Vorgaben hat er seine, sag mal, Raketen auf seinem eigenen Spielertableau verändert. Gut, dann kommt jetzt der Missionsteil. Das heißt, wir dürfen wieder Missionskarten nehmen. Ich werde aus Stapel 1 nehmen. Ich darf mir 4 nehmen, weil ich hier die gelbe Schärpe habe. Ich darf mir einen mehr nehmen und auch einen mehr behalten. Und ich darf 3 nehmen und einen behalten. Das ist die Basisfunktion, sag ich mal. So, die Schatzsuche habe ich schon, die darf ich nicht behalten, die kann ich schon mal abgeben. Ich behalte einmal den Wassersucher, den habe ich noch nicht. Und ich behalte einmal den ersten Satelliten, den anderen gebe ich ab. So, dann können wir starten. Ich habe leider keinen zusätzlichen Start, das heißt, ich kann nur einen normalen Start ausführen, der kostet mich 3. Ich gebe mal 5 ab, bekomme also 2 wieder. Voraussetzung für die einer Mission. Level 1 habe ich, Gewicht ist 1, das heißt, ich kann auch nur eine dieser Karten hochschicken. Wenn ich jetzt noch zusätzlich Gewicht hätte oder hier schon 2, hätte ich auch wieder beide gleichzeitig hochschicken können. Oder mit einem zusätzlichen Start hätte ich auch beide nacheinander hochschicken können. Die Voraussetzung für Mission 1 habe ich auch. Labor habe ich ja auch, von daher kann ich eine hochschicken und ich schicke jetzt mal diese hier hoch, den Wassersucher. Und der bringt mir einmal 2 Siegpunkte plus die Siegpunkte auf dem Labor, sind also 8 Siegpunkte. Und ich darf auf meiner Einkommensleiste einen nach oben gehen. Der geht nach oben ins All und der hier ist ja nach unten auf der Erde. Okay, ich schicke wieder 2 hoch. Es ist wieder Level 1. Ich habe hier Labor Level 3 passt. Voraussetzung Technik habe ich auch. Ich muss es bezahlen können. Das heißt, ich muss 5 bezahlen dafür. Nutzlast, ich habe hier 3. Hätte sogar noch 2 zusätzlich. Ich dürfte sogar 5 hochschicken, aber das nützt mir an der Stelle nichts. Das heißt, beide gehen hoch, bedeutet hier 6 plus 3 plus 9 sind schon mal 18 Punkte. 18 Punkte. Und dann kriege ich noch bitte eine rote Karte. Eine rote Karte. Du kriegst die rote Karte. Genau. Und das ist schon wieder das gewesen. Spezialisten gehen raus. Und jetzt sieht man, dass man anhand der Spezialisten auch die entsprechende Anzeige hat, wann die Runde zu Ende ist. Startspielerwechsel. Einkommen, ich bekomme 7. Ich kriege nur 6. So, und jetzt haben wir schon die Spezialisten wieder, jetzt nämlich die letzten 4 zur Verteilung. Das heißt, es ist die letzte Runde in der ersten Phase. Wieder eine aussuchen und 2 weitergeben. Oh, die sind aber alle schön. Die beiden gebe ich dir. Gib dir die. Okay, und du bist der Startspieler. So, ich mache zuerst die Geschichte. Gelbe Scherbe ist also nachher erst wichtig. Ich mache auch mal investieren. Das heißt, ich zahle jetzt 5, weil ich hier bei der Raumstation hier auf diese Stelle muss. Da ist die 5 abgebildet. Bekomme 5 Siegpunkte, 6, 7, 8, 9, 10. Und darf mich entscheiden, ob ich eine grüne oder mehr Einkommen nehme. Ich nehme mehr Einkommen. Und das war's. Gut, ich spiele hier mal die Triebswerkingenieurin an, gelbe Schärpe, das heißt, es kommt nachher erst in der Missionsphase zum Tragen. Ich kaufe für 2 einmal noch einen Antrieb, das heißt, die Kosten für den Start gehen weiter runter.
Ja, und dann kaufe ich noch zwei verschiedene. Das heißt, ich muss nochmal 6 bezahlen, bekomme also einen wieder. Ich kaufe mir nochmal eine rote und ich kaufe mir eine blaue Karte und das war's schon. Ich mache die Geschichte, der Geschärfe interessiert das jetzt noch nicht und auf die untere Geschichte verzichte ich, kriege also 2 Geld. Ich mache hier nochmal den Kapitalistenroboter, das heißt, ich bekomme bitte einmal 5 Siegpunkte und ich verzichte auf die untere Geschichte und bekomme dafür 2 Geld. Okay, dann können wir wieder aussuchen. Ich habe eine gelbe Scherbe, die besagt, dass ich ja lieber eine Karte mehr nehmen darf und auch behalten darf. Ich nehme diesmal hier Stapel 2. 1, 2, 3, 4. Ich nehme mir Stapel 1, das sind keine mehr oben, das heißt, die vom Ablagestapel werden gemischt. Ich darf mir jetzt, wie gehabt, nur 3 nehmen und eine behalten. Ich habe nicht diese Scherbe mit dem besonderen Bonus, in Anführungsstrichen, dass ich mir eine mehr nehmen dürfte. Ah, die wollte ich endlich mal haben. Es ist ja schön, dass die endlich mal kommt hier. Gut. Genau, dann ganz normal Startgeschichte. Ich mache einen Start. Wird wieder geschaut. Ich habe hier einen Start Level 2. Mein Labor ist Level 2. Das passt. Gewicht. Ich habe 3. 2 kostet es mich. Passiert also auch nichts. Bezahlen. Ich mache die Zusatzgeschichte hier. Das heißt, ich zahle nicht 5, sondern ich muss dann 3 bezahlen. Und die Voraussetzung hier oben wichtig. Du musst auch 2 rote Technikkarten haben. Genau, das wäre jetzt das nächste noch gewesen. Das erfülle ich auch. Das heißt, das Ding schiebe ich hoch. Bringt mir 4 Siegpunkte von der Karte plus 9 für die Phase, das heißt also 13 Punkte. Und mein Einkommen geht um 2 darüber. Und das kommt dann auch dahin. Gut, also du machst keinen normalen Start, hättest du doch gar kein Geld für. Das ist das Problem an der Stelle. Richtig? Okay, gut. Ich habe hier einmal die Schärfe, das heißt, ich kann einen verbilligten Start machen und das mache ich einmal. Den darf ich ja neben meinem normalen Start machen. Das heißt, ich muss 2 weniger bezahlen, das heißt, ich muss jetzt momentan gar nichts für den Start bezahlen. Da schicke ich diese hier rauf. Die Einer-Missionskarten erfülle ich, beziehungsweise Einer-Mission, die Voraussetzung dafür erfülle ich. Ich habe entweder eine rote, eine gelbe oder eine blaue Karte, habe ich sogar alle. Level ist auf mindestens 1. Mein Gewicht ist auf mindestens 1 und damit darf ich die dann hochschicken. Bezahlen musste ich jetzt ja nichts. Und als Belohnung bekomme ich einmal 2 Siegpunkte plus 6 und einmal 8 Siegpunkte. Und ich darf jetzt mein Labor aufleveln auf Level 3. Ups, der ist hier verrutscht. So, dann darf ich noch einen normalen Start machen. Den muss ich dann natürlich auch bezahlen. Der kostet mich 2. Voraussetzung für Level 1 hatten wir ja schon durchgeprüft. Erfülle ich vollständig. Und dann schicke ich diese hier noch nach oben. Die bringen jetzt 6 Siegpunkte plus, jetzt habe ich ja vorher aufgelevelt, nochmal 9 Siegpunkte, also sind es dann nochmal 15 Siegpunkte. So, und jetzt sind wir mit Phase 1 durch. Man sieht, alle Spezialistenkarten sind durchgespielt. Das heißt, wir haben alle 4 Runden in der ersten Phase gespielt. Jetzt erfolgt so eine kleine Zwischenphase. Das heißt, es kommt nämlich einmal dieser Aufleger da drauf. Das heißt, die Voraussetzungen für die zweite Mission, die verändern sich jetzt. Vorher mussten wir 2 Route haben. 2 rote Technikkarten, jetzt brauchen wir 3 rote Technikkarten und eine gelbe, um diese Mission überhaupt ins All schicken zu können. Und es kommen jetzt endlich die 3er- und 4er-Missionskarten ins Spiel. Das heißt, ab jetzt dürfen wir uns diese erst nehmen dann. Dann würden jetzt alle Spezialistenkarten genommen werden, die wir durchgespielt haben. Die werden neu gemischt. Und dann spielt man in Phase 2 auch nochmal alle Spezialistenkarten durch. Das heißt, man spielt auch nochmal 4 Runden, wie wir das gerade eben auch schon gemacht haben. Und dann kommt es am Ende zu einer Schlusswertung. Und wir bekommen jetzt am Ende dann Siegpunkte einmal für Karten, auf denen wir so ein Sanduhr-Symbol drauf haben. Ich glaube, die haben wir noch nicht, ne? Nee. Mal hier gucken, ob hier irgendwo Karten mit einem Sanduhr... Hier, da sind alle Missionskarten, wo ein Sanduhr-Symbol drauf sind. Die werden dann entsprechend gewertet in der Schlussphase. So, dann kommen die Spielendekarten. Wir hätten eben gerade, als wir von Phase 1 in Phase 2 gewechselt sind, hat man auch die Möglichkeit, so viele Spielendekarten wie man abzugeben und bekommt pro Karte, die man rausnimmt aus dem Spiel, 5 Geld. Genau, das kann man halt einmalig am Ende von Phase 1 machen, dass man beliebig viele von seinen Spielendekarten verkauft für 5 Geld. Die sind dann aber aus dem Spiel. Das heißt, dafür bekommt man am Spielende auch keine Siegpunkte mehr. Ansonsten würden die Karten, die man hat bis zum Spielende und wo man die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, dann entsprechend auch Punkte dafür bekommen. Genau. Dann kriegt man noch für die grünen Karten, die man auslegen hat, jeweils 3 Siegpunkte. Für die grünen Technikkarten bekommt man jeweils 3 Siegpunkte, was man auch nochmal zeigen kann. Wenn man nachher mal, es kann ja hier unter Umständen recht voll werden, weil man hier vielleicht mal mehr Karten von einer Farbe sammelt. Man kann die Karten auch oben drehen, dann ist da eine 5 drauf. Also es hat jede Technikfarbe Karte, also die roten haben das auch. Das heißt, dann
ich sag mal, wird das nicht so voll auf dem eigenen Spieltableau oder neben dem eigenen Spielplan. Und dann ist da auch schon mal ausgerechnet, dass man dann für diese 5, 15 Siegpunkte bekommen würde dann letztendlich. Und dann würde man noch für Geld... 5 Geld kriegt man dann auch noch einen Siegpunkt. Und wer dann die meisten Siegpunkte hat, der hat die ruhmreichste Raumfahrtagentur. Ja, und so kann man am Spielende sehr, sehr viele Siegpunkte sammeln. Man sieht ja hier auch schon, man kann über die 100 kommen. Es gibt hier noch so Marker mit 100er und 200er. Und das ist auch kein Seltenheitsfall, dass man die braucht. Also wir hatten auch schon über 300 Punkte. Also da kommt schon ordentlich was zusammen an Punkten, die man ja, da sammeln kann. Ja, das stimmt. Gut, dann können wir ja gleich mal zur Wertung des Spiels kommen. Ladies first, fang an. Also wir haben das Spiel ja in Essen auf der Spiel dieses Jahr das erste Mal ausgetestet. Und da muss ich echt sagen, dass mir das Spiel gut gefallen hat. Und ich Lust hatte, das Spiel gleich nochmal zu spielen. Das hat jetzt am Anfang länger gedauert. Wir haben es auch zu viert gespielt. Ist natürlich klar, das erste Spiel bei so einem komplexen Spiel, denn das ist auf jeden Fall ein Kennerspiel, das ist kein Gelegenheitsspiel und auch kein Familienspiel. Da braucht man fürs erste Spiel schon mal ein bisschen länger, weil doch viele Komponenten da sind, die man beachten muss. Allein schon dieses, was man als Voraussetzung erfüllen muss, da hätte ich auch schön gefunden, wenn es dann nochmal so eine kleine Kurzübersicht gegeben hätte. Dann, wenn man das Spiel die ersten zwei, drei Male spielt, ist es echt schon schwierig, was wir ja schon alles gesagt hatten, wenn ich eine Einser-Mission, ich muss mein Labor auf Level 1 haben, ich muss das Gewicht haben, ich muss diese Missionsvoraussetzung erfüllt haben, sprich entsprechende Technikkarten da haben. Das finde ich ist am Anfang nicht ganz so einfach. Also da habe ich selbst beim zweiten, dritten Spiel auch nochmal dann vielleicht eine Sache übersehen, wo ich dachte, Mist, ich wollte eigentlich jetzt ganz gerne die 2er-Mission erfüllen, habe aber noch gar nicht das Gewicht auf 2. Da hätte ich eine kleine Kurzübersicht schon noch ganz gut gefunden, weil da sind so viele Komponenten, die man dann beim Erfüllen oder beim Hochschicken nachher einer Mission ins All letztendlich auch beachten muss. Also das ist so ein kleiner Kritikpunkt für mich. Das hätte ich super gefunden, wenn es so eine kleine Kurzanleitung noch gegeben hätte. Letztendlich spielt sich das Spiel für mich aber flüssig. Wir sind auch sehr schnell wieder reingekommen. Wir haben es auf der Messe auch erklärt bekommen. Dadurch, finde ich, hat man auch immer einen kleinen Vorteil. Wenn man sich das Spiel selber zu Hause erstmal alleine erarbeitet, ist es schon was anderes, als wenn man es vorher schon mal erklärt bekommen hat. Und wir haben uns ja an viele Sachen dann auch erinnert, weil so lange war es jetzt auch nicht her, dass wir es auf der Messe gespielt haben und uns dann zu Hause hier praktisch das Spiel dann vorgenommen haben und gespielt haben. Was ich aber schon finde, ist, dass diese Anleitung nicht so ganz das abbildet, was man sonst so von Hans im Glück Anleitung gewohnt ist. Ich finde, wenn man diese Anleitung gehabt hätte, ohne das erste Spiel, was man schon auf der Spiel gehabt hätte, wäre es, glaube ich, ein bisschen schwieriger geworden. Ja, fand ich auch. Also ich finde, die Anleitung von Hans im Glück waren sonst besser geschrieben. Ja, es sind so ein paar Sachen auch, wo vielleicht sogar es echt schwierig ist, es zu verstehen. Wenn man es dann das erste Mal durchgespielt hat, ergeben sich ein, zwei Sachen. Aber so zum Beispiel diese zusätzlichen Starts, dass man normalerweise immer nur einen Start hat, aber durch die Spezialisten, wenn oben eine gelbe Schärpe mit dieser Rakete drauf ist, dass man dann einen vergünstigten zusätzlichen Start hat, da hat man zwei gleiche Karten, aussehen darf man ja drei Starts insgesamt machen. Das tauchte irgendwo in der Anleitung einmal auf und hat mich total verwirrt, weil zu der Stelle in der Anleitung zu den einzelnen Spezialisten noch gar kein Bezug genommen war. Mhm. Also das war, sie hat ein paar Schwächen, sagen wir es mal so. Ja, also es ist halt, wie gesagt, auch ein kleiner Kritikpunkt, weil ich finde, man ist uns von Hans und Glück Anleitung eigentlich ein bisschen was anderes schon auch gewohnt noch. Nichtsdestotrotz hat es bis zu meinem Spielspaß keinen Abbruch getan, weil wie gesagt, ich hatte nun mal den Vorteil, ihr könnt ja vielleicht auch mal reinschreiben in die Kommentare, wenn ihr das Spiel vorher nicht auf der Spiel gespielt habt, wie ihr jetzt die Anleitung findet, ob ihr da gut durchgefunden habt oder ob das vielleicht auch so vielleicht so für euch ein kleiner Haker ist, wo ihr sagt, die Anleitung ist vielleicht nicht ganz so glücklich geschrieben worden oder man hat da noch Fragen, die dann auftauchen und findet nicht so ganz leicht ins Spiel rein. Von daher kann ich nur sagen, vom Durchlesen der Anleitung war es gefühlt so. Ich kann es aber nicht ganz klar sagen, weil wir, wie gesagt, den Vorteil hatten, dass wir das Spiel auf der Messe erklärt haben und so für mich viele Sachen schon klar waren und die Fragen gar nicht aufgetaucht sind. So, aber ansonsten spielt sich das Spiel echt flüssig. Man muss bei vielen Sachen gucken und deswegen ist es für mich auch ein Expertenspiel, die Voraussetzung, was ich schon sagte. Und es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, über die man Siegpunkte bekommen kann. Christian hat jetzt in den letzten Spielen sehr viel drauf geguckt oder hat sehr viel drauf gespielt, dass er erstmal hochgelevelt hat. Weil man durch die Level, je höher man kommt, ja auch immer schon mehr Siegpunkte pro Start letztendlich dann bekommt. Ich hatte ein Spiel, da hatte ich Christian eine Karte gegeben, da hat sich schon gefreut, oh, jetzt kriege ich ja 15 Punkte dafür, du keine. Weil es dafür bestimmte Missionen, die er im All hatte, Punkte gab. Ich hatte diese Mission nicht im All. Dann war er vorne und ich habe nachher trotzdem haushoch gewonnen. Ich glaube, mit 100 Punkten Vorsprung. Ich habe auch schon mal mit 100 Punkten Vorsprung gewonnen. Also es ist ja auch immer ein bisschen glückslastig mit dabei, weil durch dieses Draften, man weiß ja nicht, welche Spezialisten bekommt man zum Anfang.
Man kann natürlich durch die Strafen auch Glück haben. Dadurch ist man nicht auf die drei Spezialisten festgelegt, die man am Anfang auf die Hand bekommt, sondern man bekommt ja auch noch andere vom anderen Mitspieler auf die Hand. Das ist natürlich im Drei- und Vier-Personen-Spiel, da geht das natürlich noch ein bisschen mehr hin und her als jetzt im Zwei-Personen-Spiel letztendlich. Dadurch einmal Glücksmoment natürlich, was bekomme ich auf die Hand? Kann gut sein, kann schlecht sein, weil vielleicht bekomme ich gerade die, die ich nicht hatte, vom anderen auf die Hand. Wenn ich die jetzt vorher nicht oder wenn wir die hätten nicht draften müssen, hätte ich vielleicht die drei Karten spielen müssen. Und mit dem Draften kann es vielleicht durch Glück sein, dass ich die Karten bekomme, die ich eigentlich hätte haben wollen. Ich kann aber auch Pech haben, dass ich sage, Mensch, ich habe jetzt schon drei super gute Karten auf der Hand. Dafür möchte ich eigentlich gar keine meinem Spiel weitergeben. Kann natürlich auch so sein. Das Gleiche mit den Spielende-Karten, die werden ja am Anfang auch gedraftet. Da kann das natürlich auch sein, dass man erst welche bekommt, wo man denkt, so, zum Beispiel diese jetzt mit der Dreier-Mission oder vielleicht bekommt man auch eine mit einer Vierer-Mission auf die Hand, wo man sagt, so, oh, das ist ja schon schwieriger, die nachher zu bekommen und auch zu erfüllen. Dann kann man die beim Draften ja erstmal weitergeben und ist dann vielleicht glücklicher von den Karten, die man auf die Hand bekommt. Also kann natürlich immer alles positiv und negativ sein. Vielleicht bekommt man bessere Karten, vielleicht muss man aber auch gute Karten, die man eigentlich hätte behalten wollen, abgeben. Ich spiele dieses Spiel sehr gerne. Ich habe da wirklich sehr viel Spaß dran. Es verläuft auch jedes Mal ein bisschen anders, weil man ja nicht immer die gleichen Spezialistenkarten auf der Hand hat, weil man auch nicht immer die gleichen Spielendekarten auf der Hand hat. Nach denen spielt man natürlich auch ein bisschen, weil die bringen nicht gerade unerheblich wenig Punkte, wie man hier sieht, wenn man das voll erfüllt, 20 oder 30 Punkte. Das ist schon ganz schön viele Punkte, die man damit bekommen kann. Von daher ist natürlich auch eine Strategie, die man aufbaut, auch so ein bisschen auf diese Spielendekarten letztendlich so ein bisschen ausgerichtet. Oder man sagt sich, ich setze gar nicht darauf, sondern ich gehe darauf, ich möchte hier aufleveln und gehe vielleicht nachher, das hat Christian auch in einem Spiel sehr viel gemacht, diese Mission 4 Karten, die bringen natürlich nachher ganz andere Effekte und auch mehr Siegpunkte am Ende, als nachher schon eine Mission 2 und eine Mission 1 Karte letztendlich. Mhm. Ist ja auch klar, weil die ja auch schwieriger zu erreichen sind, diese Karten. Das können wir ja mal als Beispiel machen. Was hattest du da so Schönes? Hier zum Beispiel, die ist richtig, richtig nett. Die darf man nämlich dreimal haben. Das ist auch eine Ausnahme von denen. Normalerweise darf man jede Missionskarte ja nur einmal haben. Dieses Satellitennetzwerk darf man zum Beispiel dreimal haben. Und wenn ich alle drei Karten hätte, würde ich pro Karte 35 Siegpunkte bekommen. Das heißt, wären mal eben 105 Siegpunkte. Also da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Was auch schön ist, es gibt halt so ein Beiblatt, wo dann einmal drauf ist, welche Missionskarten es in welcher Mission gibt. Das heißt, man kann sich da auch vorher schon mal angucken, vielleicht welche Strategie mache ich, welche Siegpunkte möchte ich haben. Gut, da ist natürlich auch glückslastig, bekomme ich die Karten auf die Hand. Weil man kann ja drei immer nur nehmen und eine behalten, es sei denn, man hat so eine Spezialistenkarte mit einer Schärfe, wo man mehr nehmen darf und mehr behalten darf. Aber ansonsten ist da natürlich auch ein Glücksmoment mit drin. Also von daher für mich wirklich ein variantenreiches Spiel, wo man auch immer mal anders spielen kann und was mir einfach auch vom Spielgefühl richtig viel Spaß macht. Und ich finde es auch mal ein anderes Thema. So Raumfahrtthema kann ich mich jetzt so gar nicht dran erinnern. Lange her. Ich finde, es ist auch echt gut umgesetzt, weil man hier zum einen, man kann den Laderaum aufbessern, das heißt, dadurch kann man mehr transportieren, man kann seine Rakete schneller machen oder letztendlich dann ja billiger machen bei den Starts, weil man mehr Antrieb sich kaufen kann. Also ich finde, das ist echt gut umgesetzt, gefällt mir wirklich sehr gut und ich gebe diesem Spiel 9 Punkte. Ist für mich wirklich ein ausgezeichnetes Spiel, was ich wirklich auch jetzt, wir haben es mittlerweile jetzt 7 Mal gespielt, immer noch mal wieder gerne spiele und es macht mir wirklich super viel Spaß. Gut, dann mache ich gleich mal weiter. So viel mehr habe ich gar nicht dazu zu erzählen. Also die ganzen positiven Sachen hat Michaela jetzt ja schon gesagt. Optik finde ich auch sehr schön. Das ist so ein bisschen Comic-Stil-artig, ich sage mal 50er Jahre Sputnik-Zeit. Und das passt einfach irgendwie, das ist einfach cool. Das ist mal eine andere Optik, eine andere Art der Grafik und das gefällt mir sehr, sehr gut. Was ich allerdings lustig fand, du sagtest, so nach dem zweiten, dritten Spiel hat man dann eben nicht mehr so diese Kurzanleitung gebraucht. Also ich habe auch nach dem 5. Spiel teilweise noch Sachen falsch gemacht, weil ich dann doch wieder, ah verdammt, ich habe nicht genügend Gewicht oder ich bin nicht schnell genug oder habe nicht genug Geld oder mir fehlt eine Voraussetzung, weiß der Geier. Hast du recht, die Fehler habe ich also auch gemacht. Das zog sich irgendwie gefühlt echt durch fast alle Partien. An irgendeiner Stelle hat man wirklich einmal nicht aufgepasst, ach verdammt, ich brauche noch eine grüne Karte oder irgendwas anderes. Oder wir hatten ja auch einmal vergessen, diesen Schieber beim Wechsel von Phase 1 in Phase 2 draufzulegen. Ja. Und ich dachte, man braucht nur 2 rote Karten, wollte eigentlich Mission 2 rot. Achso, wir sind gerade in Phase 2. Wir brauchen 3, das ist dann natürlich auch. Das kann auch passieren. Oder auch so Kleinigkeiten, dann die Startspielerwechsel kann mal passieren, dass man es vergisst. Mhm. Oder das Geld, das Einkommen, was echt wichtig ist. Manchmal so, wir angefangen loszuspielen, so, verdammt, warum habe ich eigentlich so wenig Geld? Ich kann mir überhaupt gar nichts kaufen. Ah, Einkommensphase, dann das nochmal. Also ganz vergessen, nein, aber eben so
eine kurze Ableitung. Ihr habt jetzt das Rundenende erreicht. Anfang der Runde, passt auf das auf. Und um eine Mission nach oben zu schießen, müsst ihr das und das und das haben. Wenn ich jetzt, hätte echt geholfen. Hilft einfach an der Stelle total. Fall. Was ich ein bisschen frustig finde, ist, oder was wirklich mächtig ist, sind diese Spielendekarten. Weil es gibt manchmal eine Situation, dass die aufeinander aufbauen und man echt eine schöne Kette hat, ohne sich jetzt großartig verdrehen zu müssen. Aber hier zum Beispiel, das wäre jetzt Mission 1 und Mission 4 Karten. Das hier wäre Mission 2 und Mission 3 Karten. Also was komplett anderes. Und hier nochmal gelbe Karten, so und so viel Stück. Also die passen so überhaupt nicht zusammen. Während man manchmal auch eine Kette hat, ich brauche Mission 1 Karten, ich brauche Mission 1 und Mission 2 Karten und dann vielleicht noch irgendwas anderes. Die kann man dann kombinieren und indem man das eine erfüllt, erfüllt man schon zum größten Teil das andere. Aber das ist nur das Glücksmoment mit dabei. Total, ne? Aber weil die extrem mächtig sind. Also hier alleine werden, wenn ich alle erfülle, sind es schon 70 Punkte. Und wir hatten echt häufiger jetzt schon den Fall gehabt, momentan, man ist echt nah beieinander, das gesamte Spiel, aber gegen Ende beschleunigt sich das und gerade über die Geschichten und auch über die Mission 4 Geschichten gibt der eine plötzlich vielleicht total Gas und liegt mal kurz 100 Punkte vor. Und das finde ich, das ist für mich ein Frustfaktor, weil ich habe gut gespielt, für die Karten, die ich am Anfang kriege, kann ich nicht so richtig wirklich was durch den Drafting-Mechanismus. Das ist einfach glücksabhängig und dafür werde ich dann bestraft, indem ich um 100 Punkte verliere. Wenn ich da um 20, 30 Punkte verliere, ist es für mich gefühlt kein Thema, aber 100 Punkte hört sich echt mies an und das trübt für mich so ein bisschen die Freude an dem Spiel, auch wenn ich verliere, ich habe da kein Problem mit, aber mit 100 Punkten gefühlt zu verlieren, wobei ich gar nicht so viel falsch gemacht habe, finde ich nicht so gut. Wobei man ja, wenn man am Ende von Phase 1, man kann ja die Karten verkaufen, bekommt dafür ja 5 Geld. Ja. Und das ist ja auch nicht gerade wenig. Denn wenn man mal guckt, was man normalerweise so an Rundeneinkommen bekommt, sind ja diese 5 Geld, die man damit bekommt, auch nicht gerade wenig. Ja, aber 5 Geld gegen 25 Siegpunkte, da ist der Hebel nicht so. Ja, es ist halt die Frage, wenn man schon von Anfang an sagt, man kann die nicht erfüllen, weil die nicht aufeinander aufbauen, kann man ja von Anfang an aber auch auf eine ganz andere Strategie gehen, ne? Ja, natürlich, klar. Aber man erstmal sagt, ich gehe gar nicht bei so einer Auswahl, da ist eben nicht viel eine Strategie. Da kann man echt vielleicht auf 2 gehen oder so. Ja, oder wie gesagt, du lässt es ganz außer Acht. Du sagst halt, ich setze gar nicht auf die Spielende-Karten und gehe dann eher so in die Richtung Level 3, 4 Karten. Da weiß ich, kann ich auch hohe Siegpunkte machen und gehe halt eine ganz andere Strategie. Oder das Investieren ist ja auch nicht ganz ohne. Ne? Wenn man nachher Missionen ordentlich oben hat, kann man damit ja auch ordentlich Siegpunkte generieren. Das stimmt, ja. Also wie gesagt, viele, viele Möglichkeiten, Punkte zu kriegen oder eben keine Punkte zu kriegen. Ich finde es auch schön mit dieser Rakete, was Michaela eben auch sagte, dass man diese aufbaut, die wird größer, die kriegt halt eben noch ein bisschen Antrieb und sowas. Auch so diese kleinen Raketen, die man hier hin und her schiebt, hier verteilt. Das ist echt haptisch, optisch wirklich toll gelöst, das Spiel. Auf 9 Punkte würde ich jetzt nicht gehen, ich gehe da tiefer, ich gebe 8 Punkte. Aber da sind wir uns ja fast einig. 8 Punkte ist ja nicht so viel weniger. Und ich muss aber auch sagen, die Anleitung war echt nicht so schön. Das haben wir ja eben schon mal kurz thematisiert. Und also von daher 8 Punkte, ja, da kann ich mitleben. Ich sage 8 Punkte. Ja, dann können wir euch aber nur sagen, also es ist für uns auf jeden Fall ein Spiel, was wir sagen, schaut euch das mal an. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht und du mit deinen 8 Punkten sagst ja dann auch, es hat dir Spaß gemacht. Ja, sehr gutes Spiel, klar, trotzdem. Also ich spiele es, kann nur sagen, ich spiele es wirklich immer wieder gerne. Und dann sagen wir an dieser Stelle wieder vielen Dank, dass ihr bei uns reingeschaut habt. Wir freuen uns natürlich immer, wenn euch das, was wir machen, gefällt und ihr uns abonniert oder uns einen Daumen hoch gebt. Wie gesagt, schreibt gerne mal was in die Kommentare, was ihr zu der Anleitung sagt. Ob ihr, wenn ihr das Spiel vorher vielleicht noch nicht auf der Spiel oder von jemand anders erklärt bekommen habt, ob ihr da auch so hakernde Anleitung hattet, würde mich echt mal so ein bisschen interessieren. Und ansonsten sagen wir wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.